Jo Leute, was geht? Lasst ein Like und ein Abo da. Und bei 400 Likes kommen am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 3 Videos. Also strengt euch an, teilt das Video an alle Leute und dann schaffen wir das. Und heute sind wir Admin. Kuss geht an den Server raus. Ich habe auch wirklich schon Premium-Trolling-Ideen. Wir suchen jetzt erstmal einen Gambo-Spieler und lassen uns von ihnen töten. Und dann machen wir fett Eigensupport. Let's go. Ich habe mich nochmal umgezogen, aber das Wetter ist bodenlos. Es muss mal hell werden. Solange muss ich einfach noch warten, weil in der Dunkelheit aufnehmen ist immer ein bisschen los. Naja, dann warten wir. Endlich wird's hell. Ich hab locker so 5 Minuten hier einfach lost rumgestanden. Das ist bodenlos. Aber was ich nicht für guten Content mache. So, ich hab gerade durch die Name-Tags gesehen, dass in dieser Gang hier welche sind. So. Moin. Hallo? Wie heißt du? Warum sind sie in meinem Haus? Gehen sie aus meinem Haus raus? Bist du ein Nurlos knallt, Mann. Hallo, warum? Digga, Mann. Das geht ja gar nicht. Warum habt ihr mich jetzt einfach RDM? Das war mein Schuss. Hallo? Nee, es war kein Schuss. Hol mal jetzt einen Freund her, ihr habt mich einfach ge-RDM. So, wo ist er jetzt? Ja. Du kommst mal mit. Warum hast du mich ge-RDM? Nurlos knallt. Nee, hast du nicht gesagt. Du hast gar nichts gesagt. Du hast mich einfach getötet. Ich sage also, weißt schon, dass du dafür eigentlich gebannt werden kannst für eine Woche. Wieso? Ja, weil du RP gemacht hast und RDM. Wieso? Ich hab doch gesagt, Kendo, wo das knallt, hab gewartet. Doch, hab ich! Nee, hast du nicht. Ich glaube, der andere hat das Geding geklippt, aber ich konnte nicht klippen. Ich habe gesagt, Kendo, wo das knallt. Du kriegst einfach eine Strafe und dann ist gut. Was für eine Strafe? Da fällt er. Wir sind quitt. Du darfst sehr gerne Metagaming machen und dich abholen lassen, aber das ist die Rache für dein RDM. Wo ist unser guter Freund? Ja, der liegt jetzt tot. Also ich muss jetzt auch weiter, aber beim nächsten Mal nicht in mein Haus. Hände hoch oder zack. Hallo, was willst du denn jetzt? Aussteigen, umdrehen. Wieso soll ich mich umdrehen? Umdrehen. Jo, warum hast du das gemacht? Du hast mich einfach angegriffen. Ich wollte eigentlich gehen. War Notwehr. Hallo, warum habt ihr meinen Wagen eingeparkt? Pack ihn mal bitte wieder aus. Da ist doch gar kein Auto, hä? Doch, der ist da drin. Entschuldige dich. Sollte ich mich entschuldigen, so? Ja, weil deine Kameraden mich angreifen wollten. Junge, keine Entschuldigung. Ich entschuldige, dass du mich umfährst und das noch nicht mal kannst. Okay, mach jetzt einfach direkt ganz anders. Digga, so einer bist du noch. Nee, ich bin tatsächlich hier sogar Admin. Oh Mann, da liegt der. Ja, wahrscheinlich im Lotto gewonnen, oder was? Ja, hab ich zufälligerweise. Das war ja nicht sehr nett. Ja. Lass es hack bei Ihnen. Haben Sie Ihren Führerschein im Lotto gemacht? Hallo, haben Sie Ihren Führerschein im Lotto gemacht? Herrn geht's so gut hier. Sorry um Ihren Wagen. Was ist denn ein Problem? Sie sollten hier einfach keinen Wagen fahren. Was? Tschüss. Was? Oh Mann, die Armen müssen jetzt zu Fuß weiterlaufen. Hallo, Medic. Aussteigen jetzt. Wieso? Aussteigen, sag ich dir. Ich bin kein Modder, ich bin Admin. Hallo, Herr Kollege. Was für ein Rang bist du? Ich bin Supporter. Supporter seit wann? Seit gestern. Warte kurz. Bleib mal hier, okay? Ich flieg schon mal weiter. Nein, bleib hier. Ja, aber ich habe keine Zeit zu warten. Warte, ich muss mich mal kurz auf mein Niveau stellen. So, schon viel besser hier oben. Hey! Wie heißt du denn auf Discord? Ich habe keinen Discord, ich habe Sonderrechte bekommen. Was für einen Rang haben Sie? Ja, ich bin Testmoderator. Ja, okay, dann gehe ich jetzt mal weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Also mit Testmoderaten brauche ich gar nicht reden. Also, das ist ja ein Witz. Ich fahre mal weiter. Einen wunderschönen Tag. Hallo, ich bin schwer beschäftigter Mann. Bleib hier. Hallo. Was wird das eigentlich? Das wird Trolling. Fliege. Tschüss. Oh yeah. Hey, was schießen die? Hey! Warum schießen die? Digga, das Auto ist verflucht. Nee, das Auto ist von Geistern besetzt. Hallo, wie du kannst du so weiterfahren? Du hast einen Platten. Nehm's mir einfach, okay? Ja, damit's einfach nicht fällt. Hallo, warum? Tschüss. Ey, warum? So, jetzt habe ich auf legalen Weg einen neuen Wagen. Ey, yo, warum sind da so viele Leute? Bist du geistig? Eins. So, warte mal. Ja, hallo. Ey, reicht, Akol. Hallo, ich hab nichts gemacht. Digga, Akol, ganz schade, RDM, Bruder. Wen hab ich ge-RDM? Digga, du hast die ganze Fraktion weg-RDM. Ne, welche? Sag's mir. Warte, ich will kurz einen ran, der es dir sagen kann. Hallo, die Dame, wen hab ich ge-RDM? Nicht du, Digga. So, hör mal auf, Lukas. Digga, du bist doch nicht so random auf YouTube. Hallo. So, Akol, warte mal, komm mal runter kurz. Ja, hallo, wen hab ich ge-RDM? So, dieser Herr erzählt dir jetzt, wenn du RDM hast, ja? Wen hat er das RDM? Meinst du diese Orangenen? Ja, Orangenen. Ja, die haben Revive bekommen und dann ist alles super. Von Himmel geworfen. Ja, und da hab ich sie irgendwann revived, da haben sie alles gut gemacht. Ja, okay, Akol, aber erlaubt, aber übertreib nicht, okay? Ja, nee, tschüss. Wir spectaten nicht, übertreib nicht. Welchen Rang hat der Weiße? Der Weiße? Das ist Admin. TP mal her. Komm her. Ich bin noch hier. Ja, hallo. Ja, wer sind Sie? Hallo. Du bist ein komischer Random auf YouTube, Digga. Hallo, aber wenn ich random wäre, warum kennst du mich dann? Okay, schaff los, komm. Mach weiter, aber über... Oh, Mann. Die auch immer diese Leute, die einen so kennen. Und dann denkt man ist was Großes. Aber in Wirklichkeit hat man einfach nur Spaß. Naja, egal.
Hallo, warum schlagen sie? Ach, du bist es, moin. Hallo, warum holst du die Waffe raus? Hallo, ich wollte dich eigentlich retten, komm, dann wurde ich von Batman weggetragen. Hä? Warum wurde ich gerade wegteleportiert? Denken die, ich bin OOC mit? Einfach mein Arco, Junge. Imagine, irgendein Atmen macht mich mad. Ich rieche nur einfach den guten Content, den er mir geben könnte. Das ist auch schon alles. Hallo, soll ich sie retten, komm? Was? Soll ich sie retten? Ich will sie retten? Nein, ich will keine Zigarette. Nein, soll ich sie retten? Hallo, soll ich Ihnen helfen? Nein, Sie müssen mir nicht helfen. Doch, ich helfe Ihnen. Steigen Sie ein. Ich bin heute ein guter Mensch, deswegen. Nur heute? Hey! Steigen Sie wieder ein. Also, Sie haben das Glück. Also, Sie sind doch bestimmt ein netter Mensch, oder? Ich bin super nett, ja. Also, würden Sie auch Ihr eigenes Leben opfern für Ihren Freund? Das ist nicht mein Freund, der ist eben neben mir gestorben. Ja, aber jetzt sind Sie Freunde. Würden Sie Ihr Leben für ihn opfern? Warum? Weil ich bin Atmen und ich habe die Rechte dazu. Ich kann Ihnen helfen. Ihr Leben nehmen und es ihm geben, wollen Sie? Nein. Hä, warum nicht? Das ist ein guter Mensch. Ja, aber ich kenne ihn nicht mal mehr. Ja, aber Sie können doch eine gute Tat vollbringen. Nein, nein, nein. Bring ihn zum MD. Wir machen es einfach, okay? Nein. Slash kill. Oh, yo, hallo. Und das Grenzschot. Yo. Ich war nicht fertig mit dir. Hallo. Schnell, hey, hallo? Ey! Also, wir machen. Was machen Sie? Wir machen weiter. Nein? Also, wir waren gerade. Hallo, ich bin gerade mitten im RP. Ja, Akku, warte mal kurz. Nein, ich bin gerade mit. Ah, warte, ich bin gerade mitten im RP. Akku, ich will dir doch nur irgendwas sagen. Hier ist ein Modder. Hier ist ein Modder. Okay. Ich weiß, dass du Rechte hast. Aber ja, ich muss jetzt. Ey! Modder wegen dir. Imagine, ich verursache Modder. Ui, was ist das da hinten für ein Wagen? Lecker Schmecker, der ist offen. Oh, yo, er ist wirklich offen. Oh, yeah. Und by the way, der Server hat von 20 Spielern 10 Admins, die gerade online sind. Ich wollte gerne ein bisschen Geld abheben, weil ich habe kein Geld. Ja. Ein bisschen Geld vielleicht? Ja, dann ich mal kurz das ab, ja. Da fährt sie, meine Bankmaschine. Vielen lieben Dank. Ja, kein Problem. Ich kaufe mir davon legale Sachen, ja, danke. Ja, ich kaufe mir legale Sachen. Und schalten wir hier. Oh yeah. Ab zum Ladenraub. Oh jo, er kommt. Es wurde ein Überfall gemeldet. Ja, wurde auch. Es wurde mein Laden eingebrochen. Ihr Laden? Der Täter ist noch hinten. Guck mal, gucken Sie mal. Der Täter ist genau da hinten. Essen Sie gerade ein Brot? Ja. Er ist, glaube ich, durch die Hintertür geflüchtet. Haben Sie auch eine Bescheinigung dafür, dass Ihnen der Laden gehört? Ja, hier, gucken Sie. Genau. Ja, nehmen Sie es ruhig mit hier, ich gebe es Ihnen einfach mal, behalten also, Sie es. Also passen Sie auf, Rob, ich bin ein sehr korrekter. Wir machen das so, ich lasse dich jetzt einfach abhauen, weißt du, dass du das Geld hast? Nee, habe ich nicht. Du willst mir sagen, du hast nicht das Geld? Nee, das liegt da hinten. Ich weiß, dass du das Geld hast, deswegen lasse ich dich einfach gehen und hier ist nie was passiert, ja? Ja, wollen Sie dann auch gehen? Ich dachte, Sie gehen aus meinem Laden. Ach so, nee. Ich will das hier einfach gehen. Okay. Mal gucken, wie lange wir ihn überstrapazieren können. Weil eigentlich wollte ich ihn ja töten. Aber ich will ihn ein bisschen strapazieren. Hallo, Sie müssen mir helfen. Der Laden wird ausgeraubt. Der ist hinten. Nee, einmal ist keiner, aber zweimal. Er ist hinten. So, Sie müssen mir helfen. Er ist hinten. Er hat eine Waffe. Da hinten ist er. Er ist hinten im Lager. Dann gehen Sie mal mit in den Lager. Hey, hallo, wollen Sie mich riskieren? Ja. Sie wollen mich riskieren, wieso? Was machen Sie an meinem Kofferraum? Ja, mal gucken, was hier drin ist, ne? Da ist gar nichts drin in meinem Kofferraum. Gehen Sie gucken. Sie kommen mit? Ja, gehen Sie vor, ich hab Angst. Aber Sie kommen nach. Ja, ich komme nach. Ganz vorsichtig, vorsichtig. Passen Sie auf, da ist er um die Ecke. Darfst du mir nicht abziehen? Hallo, nicht am Boden reden. Ich bin gerade mitten in meinem RP. Bruder, bitte will nicht, dass das in Support vollendet. Hallo, Sie reden am Boden. Ich wollte nur sagen, jemand beobachtet dich hier, ne? Aber wieso? Ich habe alles richtig gemacht. Ja, nein. Aber du redest am Boden. Ja, mag sein, aber du hast mir meine Waffen genommen. Die darfst ja, du nicht. Ja, werf sie an den Strand weg. Trotzdem, nein, sie dürfen die allgemein mir nicht wegnehmen. Bin der geborene Räuber. Du Spaß. Hey, warum schießt der auf mich? Es war schon wirklich sehr gutes RP. Hallo, Sie haben auf mich geschossen. Ey, du am Boden, red mal, bist du Pedila? Nein, bin ich nicht. Ja, aber es ist ja kein RP, wenn ihr einfach auf mich schießt. Was denn RP der Herr, hä? Ja, ihr. RP. Hallo. Also, ihr habt mich einfach ohne Grund angeschossen als Army. Dreh dich mal rum und. Ihr habt mich umgeschossen als Army. Nimm die Hände um und dreh dich um oder ich taser dich. Hallo, aber Sie machen kein gutes RP. Schnauz! Was denn RP der Herr? Ja, was Sie machen. Was denn RP? Digga, reicht doch. Was ist das, Dispatch oder was? Digga, ja. Warum machst du das? Weil die mich einfach ge-RDM't haben. Ja, und was bringt denn das jetzt, Dispatch zu spammen? Das ist meine Rache. Haben die auf ihn geschossen oder was? Ja, haben die. Die haben auf mich raufgeschossen. Was für Warnschüsse. Nachdem du auf uns geschossen hast. Junge, ihr habt auf mich geschossen, hab ich auf euch geschossen. Nein, warum hast du auf ihn geschossen? Keine Ahnung. Als ihr vorbeigefahren seid. Als ihr vorbeigefahren seid, haben die auf mich geschossen. Das sind Warnschüsse, Mann. Ihr habt auf mich raufgeschossen. Gesendet. Nein, das war doch, daneben. Nein, das war danach. Doch. Mann. Dann kann ich auch auf dich schießen.
sorry, Luke, aber es ja, nervt. Ja, der mir angefangen. Nervt, sorry, Luke. Haben wir noch in Dispatches oder was? Ja, ja. Ja. Nee, mach ich gerade nicht. Nee, aber gerade mach ich's wirklich nicht. Ich guck nach, wer macht den Digga, Dispatches? Ich seh doch deinen Namen. Rob 133. Immer noch, oder was? Überprüfe Identität. Nee, gerade mach ich nicht. Komischerweise, Rob Crop. Die kommen vielleicht noch von vorhin rein, weil ich hab schon Hardcore gespammt. Digga, reicht doch. Digga, es piept hier alles. Aber es kann wirklich sein, dass die von vorhin kamen, weil ich hab halt schon Hardcore gespammt.